so gefährlich, ne? Da genießt man die Aufsicht und verpasst schon wieder die Abfahrt. Navigationskönig ist back. Ja, guten Morgen. Es ist Sonntag, irgendwas 8.30 Uhr. Ich begebe mich gerade zum Startpunkt von A Day of Hell. Und ja, 127 Kilometer, 18 Kilometer Kopfsteinpflaster. Es hat bis 37 geregnet, also es wird eine matschige Angelegenheit und viel Spaß! Ja moin, mittlerweile bin ich auf der Strecke vom A Day in Hell angekommen. Ja, jetzt gibt es 126 Kilometer. Boah, zu fahren. Und schön, bis und schön. Oh, jetzt geht das los mit dem Kopfsteinpflaster. Dieser tollen Rundgang. Just Roadbike. Fahrtechnik, irgendwas zwischen Level 10 und Level 20. Haupteigenschaften, schlechte Navigation. Ich habe schon den ersten Vorgeschmack. Kopfsteinpflaster. Und das ist erst der Anfang. Katastrophe. Ja, die ersten 40 Kilometer sind durch. Alter, Respekt. Und das ziehen echt Leute durch. Ohne, weiß ich nicht. Geil. So geil, Alter. Oh, fuck. Ist das geil. Die ballern das alle ohne mit der Wimper zu zucken und ich sind jetzt so 30, 40 Kilometer von der Tour. Also es bleibt noch ein Arsch voll Freude. Top Straßen hier. Geil. Ey, das ist so gefährlich hier mit den schönen Strecken. Kaum hat man mal guten Asphalt, achtet man nicht mehr aufs Navi und darf umdrehen. Aber waren bloß ein paar Meter. Also alles beim Alten. Optisch einfach mal geil. Leute, jetzt geht es gerade zur Hölle von kaputt. Ist schön. Oh, kleines Feedback nach so 70 Kilometern. Also es ist auf jeden Fall eine Strecke mit sehr viel Anspruch. Alter, erst die Abfahrt verpasst, weil ja, wozu den schönen Weg auf der Straße nehmen? Und oh, da hätte ich mich jetzt gerade wirklich noch gepackt. Ist das toll! Alter! Aber man muss schon sagen, es sieht schon geil aus. Rechts, 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 rechts. Was da? Hilfe, sogar was fürs Auge. Oh, habe jetzt knapp 100 Kilometer. Und gerade nur ja, Feldwege, leichter Schotter. Und ich muss sagen, ich finde es ein bisschen anstrengend. Das ist definitiv nichts für Leute, die zu selten Gravel fahren. Wir haben jetzt vielleicht 120 Kilometer oder 110 Kilometer der Tour. Also laut Garmin noch 22.
Und ja, erst sind wir zu zweit gefahren, aber eher zufällig. Und ich würde jetzt sagen, ich verliere die Gruppe eh. Ich mache gleich nochmal eine Pause. Die ballern wirklich echt wie sonst was und. Macht definitiv Spaß, kann ich unbedingt empfehlen. Ach cool, da geht's gleich hoch. Juhu. Alter, jo Meute, ich glaube. Ja, das ist Berg. Wie geil. Wem geht es jetzt da noch hoch? So ja. Spaß macht. Mahlzeit. Dieses Jahr absolut stabil. Von wegen, wir sind im Kopfsteinpflaster. Durch. Also ich hätte mich jetzt echt was echt gemault, ne? Geil. Noch 13 Kilometer. Bis zum Ziel. Irgendwie was mit Spandau. Ihr wisst gar nicht, wie geil so ein kaltes Mineralwasser nach 130 Kilometern schmeckt. So, nach irgendwas mit 120 Kilometern offiziell ging es noch mal so richtig schön bergauf. Und Alter, das ist schon hart. Ich muss nicht so ballern wie manche andere. Über Kopfsteinpflaster rüber, gib ihm, gib ihm. Bist du hier runter? Hi. Die letzten 2 Kilometer, dann ist es durch. Ich habe jetzt 153 Kilometer auf der Uhr. Also mit Anfahrt und Hinfahrt ist das A Day in Hell nun beendet. Hat irgendwie Spaß gemacht. Es war eigentlich teilweise echt super anstrengend. Es sind da echt Leute bei, die sind absolut hardcore, die damit, weiß ich nicht, auch durchgehen, 30, 35 km/h über Kopfsteinpflaster ballern. Respekt. Und ja, als nächstes kommt dann das Orbit 360, denn jetzt kommen die regulären Orbits.